Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Gerade Video hochladen, Daily Vlogs, ihr wisst Bescheid, immer am Hustlen. Macht mir aber auch wieder böse viel Spaß. Ich bin motiviert, die Jungs sind motiviert. Aber heute Ruhetag ohne die Jungs. Heißt aber nicht, dass ich ruhe. Ihr wisst, immer fleißig am Hustlen. Falls das geht, weil ich wollte mich mit meinem Businesspartner, mit meinem Kollegen treffen. Das ist übrigens der längste Freund, den ich momentan noch habe. Wir kennen uns seit 5., 6. Klasse. Ne, 5. nicht, 6. Klasse, glaube ich. Mit dem ich halt noch aktiv Kontakt habe. Auf jeden Fall wollten wir heute mit Tour Nummer 3 anfangen. Und ja, Wetter ist schlecht. Es geht so, also ganz wenig Regen. Aber ich bin gespannt, ob er es durchzieht. Oder ob er später noch sagt, yo, schlechtes Wetter, lass uns verschieben. Weil wir müssen bei schlechtem Wetter durchziehen, weil wenn gutes Wetter ist, dann ist eigentlich Zeit, dass die Kunden das zocken. Und bei schlechtem Wetter müssen wir die Zeit eigentlich nutzen. Ich gehe jetzt auch schnell was essen. Was sonst, Digga? Im Olympiapark, da ist gestern und heute, also am Wochenende, so ein Treff für so verschiedene Foodtrucks. Und Foodtrucks, ihr wisst Bescheid, Tati ist am Start. Also jetzt nicht, aber Foodtruck-technisch ist er am Start. Der startet nämlich überraschenderweise schon nächste Woche. Also für euch diese Woche, weil ihr seht dieses Video am Montag. Also Dienstag, meint er, ist er schon, hat er einen Standort, und Mittwoch. Und wir waren schon ein bisschen überrascht, dass er das gestern gesagt hat, weil marketingtechnisch ging da noch nichts. Aber wir werden das auf jeden Fall abchecken und dann noch heute ein bisschen so die Konkurrenz mäßig mal abchecken. Dementsprechend gehen wir zum Olympiapark. Schauen wir mal, wo das genau ist. Und dann schauen wir mal, was da so alles gibt. Alle Foodtrucks kann man eh nicht testen, aber hoffentlich gibt es da irgendwas, was mich so richtig saftig anspricht. Schaut's mal. E-Sports, Alter. Vielleicht notiere ich mir das. Ich habe Nico gerade einen Spot vorgeschlagen für Nico Away. Er sucht ja immer, er ist immer fleißig auf der Suche nach guten Spots. Ich check immer noch nicht genau, was für Spots genau. Also ich habe ihm jetzt irgendwas vorgeschlagen. Er fand es nicht schlecht. Also seid gespannt. Vielleicht kommt demnächst mal wieder ein Nico Away Video Vlog. Und von uns natürlich jetzt erstmal Food. Ich sehe, glaube ich, nichts, aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich sehe, glaube ich, ein paar Food Trucks. Schlechtes Wetter. Ich weiß nicht, ob alle am Start sind. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich finde was super Saftiges. Aber ich weiß, keiner von denen kann es mit Tati aufnehmen. Eigentlich müsste Tati da auch am Start sein. Oh mein Gott, das wollte ich auch abchecken. Das wollte ich eigentlich auch abchecken, aber ihr wisst, Corona, dies, das, und es war übelst schnell ausverkauft. Ah, naja. Hier ist zum Glück nichts ausverkauft. Hoffe ich dann am Mittwoch bei Tati ist alles dann ausverkauft, weil der ist zu krass. Ihr wisst Bescheid, schaut vorbei. Alle, die in München sind, kleines Fantreffen, wenn ihr wollt. Tati's Food Truck, Sammelversum, beste Promo muss gemacht werden heute. Boah, Digga, hier taugt mir irgendwie gar nichts, Mann. Heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind, aber ich hatte irgendwie gar nichts angesprochen. Wirklich so gar nichts, null. Oh, auf der anderen Seite ist noch ein Asiate. No ratio, Leute. Hashtag no ratio. So, ich habe mich entschieden. Also der Foodtruck, für den ich mich entschieden habe, war zufällig auch irgendwie von Auswanderer, Deutschland, Auswanderer, irgendwie sowas. Goodbye Deutschland, irgendwie sowas. Hier seht ihr noch die anderen Foodtrucks. Ja. Oh, Alter, ich dachte schon fast, die Gabel wurde vergessen. Boah, okay. Ich habe so Special genommen, da war einfach alles mit dabei. Hühnchen, Rindfleisch, alles mit dabei. Ne, Ente soll es sein, glaube ich. Es ist warm. Es ist lecker. Was will man mehr? War okay. Nichts Besonderes. Tati muss sich keine Sorgen machen, ihr wisst. Die Woche, der krasseste Foodtruck ganz München wird erscheinen. Der wird die alle hops nehmen, Leute. Alle hops nehmen. Hype den, Leute. Hype den. Sammelversum, beste. 10 von 10. Es wird ein saftiger Tag, Leute. Ein Glückstand gefunden.
Der Regen ist tatsächlich stärker geworden. Ein Kollege hat davor schon gefragt, yo, Regen, wollen wir uns treffen, wollen wir uns nicht treffen. Die Tage wird nicht so regnerisch. Ja, die Tage ist aber auch wieder 2-3 Tage verloren dann. Also ich bin sowieso am Start. Ich habe ihm gesagt, ja, wir können uns schon treffen. Und wenn es zu hart wird, dann können wir ja abbrechen. Beziehungsweise er kann dann gehen, weil ich breche safe nicht ab, Alter. Ich breche safe nicht ab. Uni-Gegend, also Universität LMU. Wir haben uns entschlossen, dass das die Tour Nummer 3 wird. Potenzial mit Kooperation mit der Uni oder so. Das wäre natürlich richtig krass für die ganzen Erstis und sowas, neue Semester und sowas, erst die sich hierher gezogen sind und sowas, ist das eigentlich perfekt. Deswegen dachten wir uns, okay, Tour Nummer 3 könnte die Uni-Tour sein. Die lernen hier die Gegend kennen, machen das vielleicht in Gruppen, um die anderen Kommilitonen kennenzulernen und sowas. Also an sich eine tolle Idee, Wetter ist auch gut, dementsprechend sollte es kein Problem sein für den leidenden Kollegen. Und dann geht's los. So, wieder zu Hause, Leute. Wetter war ganz gut, dementsprechend war Kollege am Start und wir haben durchgezogen. Die Route steht erstmal grob. Licht anmachen. Nächster Schritt, zu jedem Ding ein Rätsel zu machen. Das kann je nachdem leicht oder leiden werden. Ja, und dann haben wir 3 Touren, dann geht's los mit Marketing. Pum, pum, pum. Bleibt gespannt. Aber apropos Marketing, oh mein Gott, es ist so leiden, Mann. Also für Hongs Tour versuche ich Leute gerade anzuquatschen. Hauptsächlich weiblich, weil die wollen ein bisschen eher in die weibliche Richtung mit Fotolocation, Motive, Fotoshoots und sowas gehen. Leidend hoch 10, Mann, leidend hoch 10. Ich weiß nicht, was los ist. Wieso antworten diese Leute nicht mehr? Und für meinen Auftraggeber, für diese App, für diesen Gruppenchat, auch tote Hose. Es ist richtig leid, Mann. Ich bin nur am Leiden in Bezug auf Influencer, Marketing, Kooperationen. Ey, es ist so schlimm, Mann. Vor allem, ich schreibe nicht mal kranke Leute an, sondern ich schreibe Leute an, die haben weniger Follower und Abos als ich, Mann. Ey, es ist... Ey. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, Leute. Aber das war's, glaube ich, von mir. Heute geht nicht so viel. Chilliger Sonntag. Euch noch einen schönen Tag. Also, wenn ihr das seht, ist eh Montag. Vergesst nicht, die Woche startet Tati's Foodtruck. Da kommen auf jeden Fall Videos und am Wochenende wird wieder fleißig gestreamt. Mit den Jungs, die sind krass am Start. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Bleibt gespannt für Hongs Tour und das andere, wie das so ausgeht. Hong vs. Influencers. In Bitcoin investieren natürlich. Uns auf Instagram folgen, auf Twitch. Ciao. Ciao, Leute. Serious Business.